denn? 8.30 Uhr in Deutschland, beziehungsweise 8.40 Uhr in Deutschland. Oh mein Gott, ich habe in 5 Minuten einen Friseurtermin. Mein Laptop ist dabei, ich habe nämlich noch ein bisschen Arbeit. Das erledige ich dort und ich beeile mich jetzt. Wir haben kurze Wege, ihr wisst ja. Ja, und dann schauen wir mal, was mit meinen Haaren heute passiert. Ich bin gespannt. Also, los geht's. Ich bin übrigens total müde. Nur zur Info. So sehe ich heraus, ne? Ah gut, gerade ist es dunkel. Perfekt. Ah, Mist. Okay, jetzt ist wieder Licht da. Okay, ich bin bereit. Wisst ihr, was blöd ist, wenn man so Pullis anhat, die so weit unten sind, so fledermausmäßig, dass es dann immer mit der Jacke total doof aussieht und boah, richtig ätzend ist. Aber egal, draußen ist es saukalt und deshalb brauche ich jetzt eine dicke Jacke. Jetzt geht es aber wirklich los zum Friseur, sonst kommen wir noch zu spät, ne? So, 3,5 Stunden später. Oh Gott, ich sitze hier immer so lang. So sehen sie jetzt aus. Ist ein ganzes Stück abgekommen und ich habe hier vorne auch ein ganzes Stück abschneiden lassen. Yay! So stufig, ne? Ich muss jetzt heim. Boah, ey, ich hasse das so ewig immer da zu sitzen. Da tut mir immer der Bobis weh. Ich mache jetzt hier mal die Paketchen fertig für die Verlosung. Also 6 Gewinnerpakete. Ich hatte ja Verlosungen gemacht für euch. In meinem Rossmann Live Haul zum Beispiel diese 3 Pakete. Und dann hatte ich noch in einem anderen Video was verlost. Und es sind jetzt insgesamt 6 Stück. Also 1, 2, 3... 4, 5, 6. Genau, und dann habe ich immer so schönes Papier hier noch, was ich mir dann noch raushole. Ne? Das packe ich dann noch schön ein und so Aufkleber mache ich noch dazu. Genau, da bin ich jetzt erstmal beschäftigt. Und hier merke ich gerade, dass meine Tulpen ein wenig den Kopf hängen lassen, weil hier die Sonne so reinballert. Ne? Ich werde die jetzt gleich mal woanders hinstellen. Hello, hello, jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Sorry dafür. Wir kommen gleich nochmal zu der Geschichte mit meinen Haaren. Jedenfalls bin ich jetzt gerade in Frankfurt angekommen bei der Ambiente. Das ist eine Messe. Und schaut mal, wo ich stehe. Beim Leonardo-Stand. Beim Check-in, um genau zu sein. Ich nehme euch jetzt mal eine Runde mit. Ich wurde dazu eingeladen. Und nein, ich muss nicht darüber berichten. Aber hier gibt es so viele schöne Neuigkeiten. Und ihr wisst ja, dass ich Leonardo Glas liebe. Wer es noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Und ich führe euch jetzt mal ein bisschen rum. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Und ja, wenn nicht, dann lasse ich einfach Musik dazu laufen, falls ihr mich jetzt nicht hört. Viel Spaß! Und schaut mal, wo ich direkt hinkomme. Zur Eichhörnchenfamilie. Schaut mal bitte, wie süß die sind. Die haben schon auf mich gewartet. Wahrscheinlich denkt sich Leonardo, warum sagt diese Frau immer Eichhörnchen? Für alle, die es nicht wussten, das ist ein Tick von mir, das sage ich super gerne, weil eins meiner Kinder nicht so richtig das aussprechen konnte, als es noch kleiner war. Und deshalb sind es für uns immer die Eichhörnchen. Genau, und ich liebe sie. Die sind so süß. Und jetzt gucken wir einfach mal weiter, was es noch so Schönes gibt. Aber hier gucken alle und das ist so ein bisschen komisch. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also, viel Spaß weiterhin. Just follow every move, touch me, let me know you want it too, don't let what you need. We got the whole night.
wartet vorne schon auf mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu Hause wieder. Okay. Und es waren übrigens nur wirklich ganz, ganz kleine Einblicke. Viele Dinge gibt es noch gar nicht, aber ihr wisst ja, dass ich euch da auf dem Laufenden halte, ne? Was Leonardo betrifft. Also, auf geht's nach Hause. Hello, hello, neuer Tag, neues Glück. Oh, sorry, die Sonne ballert hier gerade voll rein, was ja eigentlich was Schönes ist. Aber Moment, ihr seht mich gar nicht so richtig. Ich mach's mal so. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Nee, ne? Nicht wirklich. Ich positioniere euch mal ganz kurz da vorne. Ich wollte nämlich ein wichtiges Thema noch mit euch besprechen. Beziehungsweise wollte mich natürlich noch mal ganz kurz melden. Ey, sorry Leute, aber es geht gerade irgendwie gar nicht mit der Jalousie, oder? Wartet mal. So, ich hoffe, dass es jetzt so geht. Nee, ne? Jetzt habe ich diese blöden Dinger von der Jalousie immer im Gesicht. Aber so geht's, glaube ich. Ja, so geht's ganz gut. Da hinten steht übrigens auch das Valentinstagsgeschenk für meinen Mann. Davon hatte ich euch ja erzählt, ne? Das muss er noch aufhängen. Er hat sich riesig darüber gefreut. Mein Gott, diese Punkte, ne, von der Jalousie. Also, ich wollte mich nochmal ganz kurz bei euch melden. Auf der Ambiente war es total schön. Gerade beim Leonardo-Stand war es natürlich besonders schön. Für mich ganz, ganz viele tolle Neuigkeiten. Ich habe euch schon einen Teil gezeigt. Bitte wundert euch nicht, dass die Sachen noch nicht erhältlich sind. Ich sage euch dann Bescheid, wann genau die Sachen in den Läden sind. Ja, ansonsten zu meinem Friseurbesuch. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Und zwar kam ein bisschen was ab von der Länge. Und hier an der Seite hat sie mir auch ein bisschen was abgenommen, damit es ein bisschen schöner fällt. Aber das nächste Mal wird definitiv ein ganzes Stück mehr abkommen. Habe ich mir schon ganz lang vorgenommen. Ich habe mich jetzt nicht getraut, gerade wegen der Berlinale dann, ne? Da wollte ich dann doch irgendwie lange Haare, also total bescheuert. Ich meine, die wachsen ja auch wieder nach. Nein. Gut, okay, egal. Jedenfalls wollte ich jetzt was Wichtiges mit euch besprechen. Und zwar geht es um das leidige Thema Steuererklärung. Ja, wenn ich das Wort schon höre, bekomme ich schon Kopfschmerzen. Ne? Wer macht schon gern seine Steuererklärung? Wahrscheinlich die wenigsten, weil sie sich mit der Materie nicht so gut auskennen, genauso wie ich bis vor kurzem. Und ich jetzt was richtig Cooles gefunden habe, und zwar ist es ein Tool im Internet, eben online. Das ist eine Kooperation. Ich wurde gefragt, ob ich das eingehen möchte. Ich habe ja auch einen Student zu Hause und da wäre das ja total passend. Und ich habe mir erst so gedacht, nein, Steuererklärung bitte nicht, ne? Wie ätzend. Aber man bekommt halt wirklich einiges zurück vom Staat. Ja, wir zahlen ja genug Steuern, jeder von uns, also ja, in der Regel fast jeder Arbeitnehmer bekommt Geld vom Finanzamt zurück. Und das möchte ich euch jetzt mal in ganz kurzen Schritten zeigen. Es ist wirklich super easy, ihr müsst keine Angst haben. Also selbst ich habe es kapiert und das muss schon was bedeuten. Und das gehen wir jetzt ganz kurz gemeinsam durch. Der Max kommt auch gleich. Ich mache nämlich jetzt auch seine Steuererklärung, denn es ist immer gut, wenn man das jedes Jahr macht, auch als Student. Denn wenn man irgendwann das Arbeiten anfängt, dann bekommt man sogar Geld zurück. Ja, obwohl er ja jetzt gar kein Geld verdient, aber er gibt ja Geld aus als Student, ne? Er muss zur Bibliothek, er hat vielleicht ein Auslandssemester oder Fahrtkosten, Arbeitsmaterialien, ne? Ein Laptop, Schreibblöcke und so weiter. Und das geben wir jetzt alles ein. Wie gesagt, der Max, der kommt gleich und ich erkläre euch das wirklich ganz kurz, in ganz kurzen Schritten. Ihr müsst keine Angst haben und ihr könnt wirklich so viel Geld zurückbekommen vom Staat und ich denke, das freut doch jeden. Ihr müsst nur 15 Minuten investieren in dieses Tool. Da sind ganz viele Dinge schon vorgefertigt, die einen durchführen. Also das heißt, Pauschalen, die schon angegeben sind, damit man auch ja nichts vergisst, weil man selbst vielleicht gar nicht weiß, dass man das angeben kann. Und das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Die Druckerpatrone tue ich noch mit rein. Als Neideszeug. Und da ist er, der Max. Wir machen das jetzt gemeinsam. Und zwar nennt sich die Seite steuererklärung.de. Und ihr wisst ja, dass der Max Student ist. Also das heißt, er verdient jetzt noch gar kein Geld. Aber wir haben jetzt schon die Möglichkeit, einen Verlustvortrag zu machen. Das heißt, im ersten Jahr, in dem der Max dann Geld verdient, bekommt er Geld zurück vom Staat, weil er ja für sein Studium Geld gebraucht hat. Also das heißt, zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, das Auslandssemester, die Fahrten zur Bibliothek, den Laptop, Bücher, was auch immer. Und das kann man dann eben absetzen und bekommt dann eine ganz schön große Summe hoffentlich zurück, ne, wenn man Glück hat. Diese blöden Teile vom Finanzamt, die so mit diesem Umweltpapier, nichts gegen Umweltpapier, aber das ist alles so klein gedruckt und man blickt nicht durch und man weiß nicht, wie man alles ankreuzen muss, beziehungsweise was man angeben muss. Und hier ist wirklich alles ganz, ganz toll aufgelistet und super einfach.
Also die ganzen Pauschalen sind hier quasi schon angegeben und es ist einfach eine tolle Hilfestellung mit dabei. Und es ist auch so, dass ihr die Möglichkeit habt, 7 Jahre das Ganze rückwirkend dann noch einzureichen, also als Student. Aber es macht natürlich Sinn, das Ganze jedes Jahr zu machen, weil am Ende hat man sonst zu viel Arbeit. Und als normaler Arbeitnehmer hat man die Möglichkeit, das Ganze 4 Jahre rückwirkend quasi noch an das Finanzamt abzugeben bzw. einzureichen und dann eben noch das Geld zurückzubekommen. Ich weiß, dass viele keine Steuererklärung machen. Ganz ehrlich, ich habe da auch immer keinen Bock drauf, weil ich das so kompliziert fand und irgendwie wie so ein Dschungel, wo du dann irgendwie dich nicht auskennst. Und ja, aber mit diesem Tool ist es wirklich super einfach und wer verschenkt schon gerne Geld? Also ich habe es vorhin schon erwähnt, wirklich. Die meisten Arbeitnehmer bekommen vom Staat Geld zurück. Das ist einfach so. Und jetzt klingelt mein Telefon. Moment. So, das war ja klar. Jetzt wurde ich gerade angerufen. Ich muss jetzt ganz schnell ins Büro. Deshalb noch ganz kurz ein Schlusswort. Und zwar ist es so, dass dieses Tool kostenlos ist. Also ihr könnt euch anmelden und dann seht ihr links den Finanzberechner. Und dann seht ihr, wie viel Geld ihr vom Finanzamt bekommen würdet. Wenn ihr jetzt sagt, hey, nee, es lohnt sich nicht für mich, dann, sei es drum. Aber das glaube ich nicht, weil wirklich, ja, es immer irgendwas zu holen gibt. Wir geben ja auch Geld aus und wir zahlen ja auch Steuern und so weiter. Und wenn ihr das Ganze dann aber machen möchtet, würde das normalerweise 34,90 Euro kosten. Aber ich habe einen Rabattcode für euch, den verlinke ich euch unten in der Infobox. Und zwar könnt ihr da 5 Euro sparen. Keine Sorge, ich werde nicht am Verkauf beteiligt. Das ist wirklich super einfach. Schaut es euch gerne mal an. Wir machen jetzt hier noch ganz geschwind weiter und dann muss ich, wie gesagt, ins Büro. Es war jetzt einfach nur mal so ein kleiner Tipp für euch. Wie gesagt, ich wurde angefragt für diese Kooperation. Ich war erst total abgeschreckt, ne? Und ich wollte erst gar nicht, weil ich mir gedacht habe, boah, Steuern und so, ne? Nee, keine Lust. Aber ich wollte es euch sagen, weil ich es dann selbst ausprobiert habe und es so genial finde. Vor allen Dingen, ihr könnt es irgendwo zwischendurch machen, mal in einem Bistro, jetzt gerade die Studenten, ne? Vielleicht bei Starbucks, da ist ja WLAN und so. Und dann geben die das alles ein und dann bekommen die halt Geld zurück. Und das ist ja wirklich eine schöne Sache. Und die Steuererklärung, die wird erstmal online abgeschickt, dann druckt ihr euch das Ganze aus und dann wird es eben beim Finanzamt eingereicht. Und umso früher natürlich, umso besser, ne? Umso schneller habt ihr euer Geld zurück vom Finanzamt. Und was kommt jetzt bei dir raus dann im Endeffekt? Ich muss gucken, wie viel es gekostet hat, genau. Okay. Der Max, der gibt gerade alles ein, sein Laptop. Und die Fahrtkosten, die er eben hat mit dem Zug, ne, in die Uni. Okay, also, wir machen jetzt hier mal weiter. Ich muss mich nämlich jetzt wirklich verabschieden, weil ich auf die Arbeit muss. Und sonst bekomme ich Ärger mit meinem Chef. Der Max, der macht hier noch weiter. Der hat ja seine ganzen Rechnungen noch. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Vergesst nicht, unten in der Infobox vorbeizuschauen, falls euch das interessiert. Falls ihr auch vom Finanzamt Geld zurückbekommen wollt, dann ist es mein Tipp an euch. Und ich hoffe, dass euch dieses Follow Me Around, dieser Vlog hier gefallen hat. Ich verabschiede mich, hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.